ist die schöner Götter Funkenwasser aus Elysium. Wir betreten voll betrunken unsere Bar, das Heiligtum. Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem wundervollen, wunderschönen, wunderbaren neuen Part von Democracy 3. Tja, wir versuchen die Welt zu retten, weil Umweltkatastrophe und so. Tja, das wird noch zu Problemen führen, fürchte ich. Tja. Aber schauen wir mal in die nächste Runde und schauen, was uns das nächste... So, und wir sollten jetzt endlich... Wir sollten endlich mal was gegen die Kreuzritter des Herrn tun. Das sind viel zu viele, fürchte ich. Und das Problem ist, durch ein Attentat kann das alles sofort vorbei sein. So, wirklich sofort. Aus und vorbei. Ja, wie machen wir das? Geheimdienst ist voll aufgelevelt. Ich weiß es halt echt nicht. Selbst wenn jemand Lust hatte, mich umzubringen, hat er es nochmal gemacht. Ich glaube, wir brauchen hier sicherere Sachen. Vielleicht Polizeidrohnen. Ja. Ich fürchte, das muss sein. Weil, glaub mir, wir wollen nicht umgebracht werden. Weil da können wir nichts dagegen machen. Gar nichts. Und, sagen wir mal so, wenn ich mit Spanien gespielt habe, wurde ich schon oft genug umgebracht. Das ist ziemlich blöd. Echt ein Problem mit den Religiösen. Ja, schauen wir mal, was uns die nächste Runde bringt. Ja. Nobelpreis, sehr schön. Bei Produktivität ist es eine, das ist weniger schön. Mehr Arbeitslosigkeit, auch weniger schön. Aber mehr Gesundheit, das ist wieder gut. So, wir brauchen mehr Recht und Ordnung. Mehr, mehr, mehr. Ich halte davon ja nichts, müsst ihr wissen. Von der elektronischen Fußfessel. Vor allem, dass das Vergewaltiger bekommen. Ich finde, die Strafe für Vergewaltiger sollten stärker, also um einiges stärker sein. Um einiges. Weil momentan, ich meine, was bekommen die? Ist gar nichts. So. Das für die Umwelt müssen wir auch machen. Ja, mit der Umwelt haben wir schon ziemliche Probleme irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wie man das lösen könnte. Ich meine, wir könnten den BIP senken, aber... das wäre das Ergebnis. Das Ergebnis wäre nichts anderes, als dass wir kein Geld mehr hätten. So ein Schutzprogramm. Ja. Das wollen wir machen. Das hier ist auch gut. Maximal. Ich hätte es halt auch irgendwie gern, aber... Ich habe echt Angst, dass ich umgebracht werde nächste Runde. Vielleicht können wir es verhindern. Aber wahrscheinlich nicht. Ja. Falls ich sterbe, dann habe ich etwas Gutes für dieses Land erreicht. Etwas, für das es sich zu sterben lohnt. Etwas, von dem noch meine Enkel sprechen werden. So, das wollen wir auch. Ja. Gibt's halt so gute Sachen, die den Religiösen echt gut gefallen würden, aber ich kann es nicht durchsetzen. So, mal sehen. Okay. Der
Maske ist zurückgetreten. So, haben wir eine kompetentere Person gefunden. Sehr schön. Ja. Noch eine Runde und wir haben keinerlei Staatsschulden mehr. Meine Güte, das werden immer mehr. Ich glaube, wir müssen das machen. Können wir aber nicht. Ja, es ist halt schwer. Was sollen wir machen? Ich glaube, wir sollten ein bisschen auf die Umwelt hinarbeiten. Oder gibt es hier noch was? Mehr Patriotismus ist nicht gut. Ist sogar ganz und gar nicht gut. Biokraftstoffe, ja, warum nicht? Sollen wir noch nichts? Anscheinend ja. Mal sehen. Mal sehen. Wahlergebnisse hier und ich habe mal Achievement bekommen. Überlebenstyp. So, mal sehen, ob wir die Wahl gewonnen haben. Und. Ich glaube, wir gewinnen. Ich glaube, wir gewinnen, ja? Wir, die Grüne Partei. Gegen die Nationale Front. Oh. Missglückter Mordanschlag. Oh Gott, zum Glück habe ich die Drohnen aufgelevelt. Das hätte sehr, sehr leicht schief gehen können. Wieder weniger. Aber wir müssen echt was machen. Schaut's da aus? Jetzt sieht wieder zum Besseren. Schaut's da aus, ja. Es wird zumindest nicht schlimmer, sagen wir mal so. So, und wir haben nicht nur keine Staatsschulden mehr. Wir haben einen Überschuss. So. Und jetzt sage ich euch eins. Weg mit den Steuerrasen. Jetzt kommt ein kommunistisches Paradies. Nein. Nein, kommt's nicht, aber jetzt machen wir wieder alles etwas fairer. Und ich meine, ja, wir schauen wieder, dass es den Leuten etwas besser geht. So, das machen wir wieder sehr niedrig. Dann, ja, ich meine, wir haben einen Überschuss und wir haben Rücklagen. Wir können es uns leisten. Wir können es uns wirklich, verdammt nochmal, leisten, dass wir einerseits ein bisschen was für die Umwelt machen und dass wir jetzt auch endlich mal auf die Leute aufpassen, ja? Die religiöse Waffenkraft. Kann mir egal sein. Oh, unser BIP ist stark zurückgegangen, ja? Ist nicht gut. Aber wir haben immer noch einen gigantischen Überschuss, wir haben gigantische Rücklagen. Noch können wir es uns leisten. Können wir halt echt. So. Was wollen wir noch? Ja, mehr Umwelt. Ach, richtig. Richtig, was ich schon ewig machen wollte, ist das hier anheben. Da dürfen wir die Runde nicht allzu viel machen. Oh, das ist echt gut. Ja. Umweltschützer mögen es nicht so, aber ich verstehe nicht warum. Die Fusionsforschung ist verdammt wichtig und wertvoll. Ja, Transportminister ist zurückgetreten. Es treten eigentlich alle zurück. Kommt. Wir machen das jetzt einfach. Und stellen nur noch diesmal nur noch die Besten der Besten ein. So, Wohlfahrt. Wohlfahrt ist relativ wurscht, da können wir auch irgendeine Dusse einstellen.
Wirtschaft. Du wirkst sehr kompetent. Steuer. Du bist dran. Öffentliche Dienste. Und ja, ich weiß, ich sollte prinzipiell auch darauf achten, dass die Leute meine Zielgruppen haben, aber ach, das geht schon. Schon, das geht doch. So. Und der Chris Berner. Perfekt. Damit bekommen wir mehr Kapital pro Amtszeit. Und hey, das ist doch gut. Das Problem ist, die religiösen Terroristen können jederzeit wieder einen Anschlag machen. Ja. Ich meine, können halt auch nichts anderes machen. So, das wollen wir unbedingt. Weil, ja, gut für die Umwelt und so. Perfekt! Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das ist schlecht, das ist sehr schlecht. Ja. Der Unternehmensexodus, das ist eine der schlimmsten Sachen, die einem passieren kann. Erstmal, die Epidemie ist eh gleich aus. Water Shortage auch. Die Umwelt haben wir gleich wieder beruhigt und Alkohol auch. So, damit haben wir ein neues Problem. Ich glaube, wir müssen das einfach akzeptieren. Nein, nein, wir können es nicht akzeptieren. Wir haben zwar doppelt so viele Rücklagen, wie wir am Anfang Schulden hatten, aber... Ah. Ja, wobei... Nein, so sehr wollen wir das jetzt auch nicht. 60% ist ganz gut. Ja, natürlich können wir es nicht anheben. Natürlich nicht. Das wäre ja auch... praktisch. Irgendwie. Also das wollen wir, glaube ich, mal. Ja, das wollen wir unbedingt. Wir bauen jetzt eine Raumstation für Österreich. Ist das nicht super? Ja, religiöse Verschwörung. Okay. Schön, schön, schön. Interessiert eigentlich niemanden. Ah, okay, doch. Interessiert jemanden, weil Rassenunruhen. Yay, wir haben... Okay. Ich sehe gleich wieder aus. Warum macht die Wirtschaft immer eine Flaute durch? Das ist schrecklich. Wir haben wieder ein Defizit. Ja. So schnell kann es sich umdrehen mit dem Unternehmensexodus. Wir können auf den Mars fliegen. Ich glaube, das wollen wir mal haben. Güte, was macht das denn so aus? Das Arbeitsschutzgesetz? Vielleicht sollten wir es ein bisschen... Ach so, die Körperschaftssteuer. Ah. So, wir wollen mal viel weniger Körperschaftssteuer. So, 1%, das reicht auch.
Das müsste jetzt ziemlich viel ausmachen einmal. Ich glaube, Steueroasen wollen wir doch wieder haben. Halt nicht mehr ganz so extrem. Ja, das passt ungefähr. So. Die religiöse Verschwörung. Okay. Bib streikt wieder. Positive Diskriminierung. Ich meine, er konnte das ja jetzt eh lesen. Ich meine, so schwer ist das nicht. Die Kreuzritter des Herrn. Sicherheitswirksamkeit schlecht. Müssen wir was dagegen machen? Überwachungskameras. Internetzensur. Perfekt, jetzt haben wir die Sachen. Jetzt haben wir die Sachen. Überwachungskameras. Mit Gesichtserkennung. Jawoll. So gefällt mir das. Wieder mit der Freiheit und der Demokratie und so. So froh, dass wir über 100 Milliarden Dollar Dings haben. Boah. Klassische Spannungen. Woher kommt das? Ah, wir haben zu viel Einwanderung, deswegen. Kann man nichts dagegen machen. Ich werde jetzt... Sagen wir mal so, ich werde jetzt ganz sicher nicht den Leuten verbieten, dass sie daherkommen. Ihre Sache. Stattdessen werden wir das hier etwas anheben. Und ja. Schauen wir mal in die nächste Runde, was hier uns Schönes bringt. Perfekt, wenn wir wieder hohe... Oh. Oh nein. Scheiße. Wir haben echt ein Problem. Aha, wir haben jetzt wieder hinlängliche Sicherheit. Wenn wir das noch ein bisschen ausbauen, dann sind wir irgendwann ganz sicher. So, das sinkt wieder, das ist gut. Das leider nicht. Rassenunruhen in Österreich ist halt echt blöd irgendwie. Aber wir werden jetzt Telefonüberwachung einführen. Universalüberwachung. Wir bauen Österreich jetzt nämlich, wie versprochen, zu einer Diktatur aus. Ja, machen wir wirklich. Ghettos gibt es jetzt auch noch. Das kirchliche Oberhaupt hat nichts mehr. Nein, 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 nein! Irgendwas müssen wir machen. Mehr Sicherheit. Mehr Sicherheit. Eindeutig. Den letzten Zoom machen wir nicht. So. Damit haben die Polizisten Taser. Das ist mal gut. Sind die von selbst ab. Und die Auslands. Die Auslandsbeziehungen, ja die. Die müssen wir aber sofort verschlechtern. Das passt schon. Na? Neutralität lasse ich sicher nicht fallen. Da die Auslandshilfe. So. Okay, wir können uns nicht senken. Lassen wir das. Lassen wir das. Wieder. Ja, ich glaube, es ist nicht falsch, von mir die Sicherheit ganz oben
Ich meine, eine Sache, die wir übrigens machen könnten, ist die Steuern zu senken. Ist eigentlich längst überfällig. 40% reichen auch. Weil, ich meine, ja, unser BIP wird jetzt wieder etwas höher, nachdem das vorbei ist. Und dann geht das schon, denke ich. Und lassen wir. Für die Umwelt brauchen wir nichts mehr machen, zumindest in näherer Zeit nicht. Wobei doch, ist wahrscheinlich sogar besser. Weil das steigt unbemerkt weiter und ja. Ist halt nicht gut. Geheimdienst. Sicherheitswirksamkeit gut. Vielleicht können wir die Kreuzritter des Herrn ja niederhalten. Das wäre sehr schön. Es würde mich freuen. Überwachungskameras. Ich meine, immerhin. Aber das macht mir echt Sorgen. Ich hoffe, das vergeht bald wieder. Okay, man könnte natürlich sagen, dass ich das vielleicht weglassen sollte, aber nein, das brauchen wir auch. Ja, Politik ist schwierig, sieht man da. Schon wieder! Oh nein. Mein Haushaltsloch von hier bis irgendwo. Ist es dann mal vorbei? Übernächste Runde dann wahrscheinlich. Naja, wir haben genug Rücklagen. Zumindest etwas. So. Nein. Das ist super. Das wollen wir unbedingt. Weil da gibt es weniger Rassenspannungen. So. Da, das wollen wir eigentlich. Aber das ist so teuer. So verdammt teuer. Gibt's bei Recht und Ordnung nichts? Nehmen wir mal das hier. Mehr Gesundheit. Lebenserwartung von einem Baby ist 85 Jahre, sehr schön. Gesundheit voll ist, Bildung ist voll, Armut ist ziemlich niedrig, Arbeitslosigkeit ist auch niedrig. Und das trotz echt mieser Weltwirtschaft. Ja. So, nicht. Was? Ja, natürlich. Natürlich. Ja, tut mir leid, das Arbeitsschutzgesetz muss etwas niedriger werden. Wir müssen den Unternehmensexodus aufhalten. Nachher können wir es eh wieder höher machen. Nachher ist wurscht. Aber vorher. Ja. Das gefällt mir alles irgendwie gut. Das ist auch gut. Gibt es nicht irgendwo auch Wahlbetrug oder so ähnlich? Das ist super. So, jedenfalls. Hier Geheimgerichte wollen wir. Warum? Damit wir nicht umgebracht werden. Das ist die eine Möglichkeit, um nicht umgebracht zu werden. Die andere ist natürlich, ein guter Mensch zu sein und dass alle einen mögen, aber pff. Ja, legt euch eine an. Nein, ich glaube, bald haben wir wieder Schulden. Ja, wenn das so weitergeht, haben wir in zwei Quartalen. Ja,
toll, 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 toll! Haben wir wieder Schulden. Und wir Steuern, fürchte ich. Geht's doch nicht. Ach, Zwangsarbeit. Perfekt. Arbeitslager. Arbeitslager. Ah, damit haben wir Zwangsarbeit. Und es gibt weniger Arbeitslose. Yay! Ich hoffe, die Grünen machen sowas nicht wirklich. Aber wahrscheinlich nicht. Nein. Bieten. So. Jetzt haben wir aber langsam echt ein Problem. Wir haben zwar noch Rücklagen, aber nächste Runde haben wir wieder Stadtschulden. Und hört der verdammte Unternehmensexodus endlich auf, das ist schrecklich. Straßenunruhen sind auch schon fast vorbei. Sehr schön. Die Ghettos leider noch nicht. Aber die werden dann hoffentlich zusammen mit den Rassenunruhen zurückgehen. Stimmt, das wollten wir ja noch machen. Können wir aber erst nächste Runde machen. Ja, nehmen wir einfach mal alles mit. Dann können wir nächstes Quartal mehr machen. Angriff auf Ölpipeline. Ist mir egal. Wir sind eh fast ölfrei. Jetzt haben wir aber ein Problem mit dem Bipo. Und wir haben 50. Wir können theoretisch die Todesstrafe einführen, wenn wir lustig sind. Ach, wie lustig. Nein, aber wir machen was Sinnvolles. Nämlich das hier. Ja, zwei Drittel. Zwei Drittel, das passt mir ganz gut. Ist nämlich gut für die Umwelt, bringt uns Geld. Boah, wir machen Staatsschulden wie sonst was. Ich glaube, wir müssen bald wieder die Dingssteuern erhöhen, die... Na, da, die Einkommenssteuer. Das befürchte ich echt mal, ne? Ja, nee, nee. Ja, echt, ne? Rüdiger. Ja, nee. Nee, nee, das stimmt echt mal, ne? Ja. Recht und Ordnung. Organspenden. So, das machen wir auf Wunsch. Also das machen wir uns die Religiösen noch mehr zum Feind. Das eh schon getan haben. Okay, Rassenunruhen sind vorbei. Nein. Oh nein. 24. Oh je. Es bilden sich immer mehr Untergrundgruppen. Aber ich glaube, unser Geheimdienst wird damit fertig. Haben wir es jetzt dann bald? Ich hoffe. Ja, können wir das nächste Runde machen. Meine Güte, wir brauchen echt mehr Geld. Da, das machen wir auch. Nächste Runde. Tierversuche verbieten, aber sowas von. Ich meine, ich finde, da gibt es eine Abstufung. Also so Beauty-Artikel... Nein, also sowas von nicht. Aber Medikamente, ehrlich gesagt, brauchen wir die Tierversuche. Sie sind zwar grausam, aber besser ist ja, einen Menschen auszuprobieren. Die Rassenspannungen gibt es noch immer. Wenigstens gibt es keine Unruhen mehr. Das ist schon mal was, oder? Ja, es sinkt und sinkt und sinkt und sinkt.
Ja, ich glaube, das bringt schon was. So. Ich wollte echt auch sagen, die Geld einspielen. Studiengebühren. Ja, ich glaube, das machen wir. Aber auch nicht zu hoch. So, aber dann würde ich sagen, beenden wir diesen wundervollen Part und sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao und bis dann.